Hi, da bin ich wieder und ich mache jetzt die zweite Video über Lupus auf Deutsch und mal meine deutsche Freundin, Familie. Also, systemisch Lupus erythematosus ist eine chronische Krankheit, wo sein Immunsystem Krankheit, wo ihre eigenen Abwehrkräfte so stark sind und die attackieren ihren eigenen Körper. Also, dass ich mich befinde, mich zurzeit in einer Schube. Und weil das Krankheit sich nicht beruhigt, muss ich Medikament nehmen. Hier sind die Medikament. In diese kleine Krankenhausteiler-Ding. Also, das erste Medikament, das sehr wichtig ist, das ich nehme jetzt zurzeit, ist Azathioprine. Ich hoffe, ich sage das richtig. Das sind diese kleinen Tabletten. Das ist eine Cytotoxin. Toxische Medikament, also so wie ein Chemotherapie. Es wird nicht so oft eingesetzt für Krebs, aber für Abwehrkraft, Immunkrankheiten, es wird jetzt eingesetzt. Es hat leider Nebenwirkungen, es macht übel, es macht Haarausfall und es macht müder. Aber auf Dauer soll es auch die Krankheit beruhigen, sodass die Krankheit wieder einschläft in den Körper und dann die Symptome, zum Beispiel die Inflammationen, und die Müdigkeit soll dann besser werden. Das ist, was ich nehme jetzt zur Zeit. Mir ist sehr schlecht. Ich kann nicht so viel essen. Aber ich ziehe das durch. Ich muss das vielleicht für ein halbes Jahr nehmen. Aber ich mache das, weil ich möchte besser werden. Dann nehme ich dieses. Ich habe auch Krampfanfälle, also Epilepsie. Das verursacht sind von dem Lupus und dieses heißt Keppra. Und dieses Medikament nehme ich 1000 Milligramm am Tag und das hat gut geklappt. Also seit ich dieses Medikament nehme, habe ich keine Krampfanfall mehr gehabt. Ich nehme auch dazu Schmerzmittel. Also dieses ist nur eine Hälfte von einer 600 Milligramm Tablette Ibuprofen. Ich nehme das manchmal dreimal am Tag, wenn ich einen schlechten Tag habe, wie viel Schmerzen. Dieses ist aber nicht so gut. Das alles wird abgebaut durch den Leber und mein Leber ist angegriffen in dem Moment. Das heißt, meine Leberwerte in dem Blut sind hoch und ich muss aufpassen. Ich muss jede 2 Wochen meine Blut kontrollieren lassen, weil ich diese Medikament nehme, zum sehen, dass meine Leber nicht aufhört zum Funktionieren. Ich muss auch öfter zu Arzt mich kontrollieren lassen, weil das ist, wenn man das nicht macht, man kann richtig schwere Folgen haben, wie Lungenentzündungen, Herzbeutelentzündungen, die Nieren können aufhören zum Funktionieren. Das kann von heute auf morgen passieren. Also man hat meist keine Warnung, dass das kommt. Es kommt sehr plötzlich. Und dieses ist eine, es macht die Krankheit sehr, sehr schwer zum Behandeln. Also, eine Nebenwirkung von der Krankheit ist Haarausfall. Ich bekomme Haarausfall und ich habe das jetzt kaschiert hier mit meiner Frisur, aber es ist jetzt, hier ist es raus und auch hier drüben. In den anderen Videos sieht man das mehr. Also, ich habe so Flecken überall auf meine Kopf, wo die Haare fallen drauf. Ich werde mich zunächst eine Perücke besorgen. Gott sei Dank in Deutschland, die Krankenversicherung bezahlt einen Zuschuss dafür. Da sind wir sehr, sehr, wir haben Glück. In den USA ist das nicht der Fall. Muss rumlaufen mit dem Glatzer. Also, das ist, welche Medikamente ich nehme jetzt. Und ich werde dann weitere Videos machen auf Deutsch, euch zu informieren über Lupus. Danke.